Und damit wünsche ich euch wieder einen sehr, sehr schmackhaften Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Bros. Wonder. Wir starten direkt rein in Abzeichentest 2, Klimmsprung 2. Ich habe Angst, weil das eine Schwierigkeit von 4 hat. Und das ist scary. Klimmsprung kennen wir schon. Ich habe trotzdem maximal Angst davor. Aber ich glaube, mit Wandspringen komme ich ganz gut zurecht. Oh, das sind Plattformen, die uns so zurückschicken. Als ich sagte, ich komme damit ganz gut zurecht, habe ich nicht mit... da, mit das hier gerechnet. Oh nein. Haben wir Starcoin? Let's go. Wenn ich einmal runterfall, heule ich so hardcore. Und da bewegen sich diese Blöcke noch. Junge Nintendo, was habt ihr genommen? Das ist noch gut. Ich will nicht. Durchatmen und konzentrieren. Ich gebe dir gleich durchatmen und konzentrieren. Oh mein Gott. Ihr seid solche Gartenzwerge, Nintendo. Ihr seid solche Gartenzwerge. Ich verkaufe euch bei Amazon. Nintendo, bitte. Nein, nein, die Starcoin. Das ist nicht euer Ernst. Ich hasse mein Leben so sehr. Bitte, warum, Nintendo? Tut mir das doch nicht an. Ich muss alles nochmal machen. In der Zeit, wo ich das mache, lasst ihr bitte, bitte ein Abo da. Und wir sehen uns gleich wieder. Bezahlen wir diese wunderbare Pflanze dafür, dass sie uns den Weg aufs nächste Level freigibt. Ich habe nämlich unfassbar Bock da drauf. Angriff der Spießerriche. Klingt wieder interessant nach einem neuen Gegner. Ich habe Angst, das ist gut. Oh, bitte nicht. Die sind genau das, was ich mir vorstelle. Oh boy, down. Let's go. Oh, oder beides. Oder beides. Ja, natürlich, ich bin auch Profi hier. Oh boy, wir gehen wieder in luftige Höhen. Oh, let's go. Oh, das sieht so schön aus. Hallo. Ich habe gar keinen Bock auf euch. Ich liebe solche Level, wo einfach eigentlich gar nichts passiert, aber das Timing geisteskrank ist. Das sah jetzt sehr beeindruckend aus, obwohl ich halt nichts gemacht habe. Oh boy. Aber da hätte ich gerne den Koopa, weil das sieht sehr sass aus. Eine Coin. Let's go. Da drüben ist die Wonderflower. Da gehen wir jetzt hin. Nein! Fühl mich actually ein bisschen unsafe. Deswegen nehmen wir jetzt die Wonderflower. Wir laufen an der Wand. Das ist so verwirrend. Wieso können die Coins laufen? Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Oh, ich kann auch nur hier auf dieser Wand laufen. Okay. Let's go haben wir. Okay. Let's go in die Röhre. Lol, Starcoin, bitte, bei allem, sei die zweite. Sei die dritte, ja, ist auch kein Problem. Wir haben alles, let's go, weiter weg hier. Ich dachte, wir hätten eine verpasst, weil wir ja vorher oben nicht weitergekommen sind, aber dann halt nicht. Ich bin zufrieden. Aber apropos nach oben, eine Coin, let's go. Wir haben schon 800 davon, wir müssen echt mal mehr Stuff ausgeben. Tschüss, schönen Tag noch. Wunderbar, so muss das, let's go. Und damit haben wir alle Wonder-Samen. Secret Exits, guys, bitte wie immer unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß, falls ihr welche geschrieben habt, ich habe noch nicht drauf reagiert. Ich produziere gerade ein bisschen vor. Schreibt trotzdem weiterhin. Das ist schon der nächste Shop. Lass da mal reinschauen. Oh, der verkauft nichts Neues, außer halt einen Wundersamen. Let's go. Komm, holen wir uns nochmal so einen Aufsteller. Ich weiß nicht wofür, aber wir haben so viel Geld. Irgendwo muss ich damit hin. Wir haben den geduckten Mario. Ich habe immer noch keine Ahnung, was die genau bringen, aber wir haben den geduckten Mario. Laufen wir mal weiter hier hoch. Gibt's hier was? Das sieht sehr sass aus. Nö, nö. Von Pfahl zu Pfahl. Das ist ein neuer Block. Was macht der? Okay. Oh, oh, hallo, hallo, hallo. Oh, wir können an dem klettern. Okay, ich dachte, man könnte Wandsprünge machen oder so. Nein. Shazam, nur für Coins, egal. Ich bin so zufrieden. Das Game hat so viele Secrets. Ich bin maximal größter Fan von diesem Spiel, wirklich. Es ist legit das. Na, dann, wir können da nicht dran klettern. Können wir? Nein, können wir nicht. Doch, können wir? Lol. Ich liebe es, dass jedes Level mit einer komplett neuen Idee kommt. Lol, habt ihr gesehen, wie der versucht hat, wegzufliegen, als er gesehen hat, dass er gleich getroffen wird? Das ist ja insane. Oh nein, der ist doch safe despawned, ja. Wir werden nie erfahren, was sich hier drin verbirgt. Ich hoffe einfach nicht, dass es eine Starcoin war. Das wäre nämlich gar nicht gut. Checkpoint, oh, vielleicht doch. Ah, jetzt bin ich scanned. Oh, wir haben eine fürs Inventar, let's go. Düdüm, düdüm. Huh? Er lässt einfach los! What the hell?
Warum lässt er los? Wie random. Oh, ich habe meinen Tod gesehen. Ich hasse dieses Level. Ich hasse dieses Level. Da ist die Starcoin, die ihr nicht seht. Aber ich sehe sie. Und wieder zurück. Weg hier. Ich bin scared. Oh, lol. Luigi-Block. Geht's da noch weiter hoch? Nö. Da oben ist aber was. Lol. Ja. Da kommen wir aber auch so rein, weil wir sind ja die Profis hier. Oh boy, okay. Starcoin. Und ab nach unten. Was gibt's hierfür? Auch nur ein paar Coins. Okay. Bubble, bubble, bubble. Nein, ich werde keinen Sprachenlernen-Joke mehr bringen. Sah der anders aus? Ich weiß es nicht. Oh, müssen wir wieder Coins... Oh, wir müssen davon einsammeln. Und das letzte. Let's go. Wonderseed zum Frühstück. Wundervoll. Zack, zack. Ziel, what? Das war schon wieder ein viel zu kurzes Level, aber die Ideen waren wieder zu krass. Überzufrieden. War sehr, sehr nice. Ich bin wieder gehypt auf weitere Level. Let's go, direkt zum nächsten. Da hat sich wieder ein wunderbares Level aufgetan. Verschnaufspause über den Wolken. Oh mein Gott, ich dachte, da wäre der Tod. Weil da Wolken waren, das sah so aus, als würde man da runterfallen. Boah, habe ich mich gerade erschrocken, es tut mir leid. Oh, hier haben wir wieder besiege Gegner in einer bestimmten Zeit. Und Schwebehochsprung. Abzeichentest, Schwebehochsprung 1. Das ist auf jeden Fall ein neues Item, neues Abzeichen, was wir bekommen. Und ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Springe durch kurzzeitige Schweben höher als normalerweise. Oh mein Gott. Okay, endlich ein Pilz-Session. Ja, let's go. Solange uns nichts Dummes passiert, ist alles clean. Checkpoint. Let's go. Weil wir uns ja auch noch in der Luft drehen können, macht es sogar noch länger, dass wir in der Luft fliegen können. Was das Level ein bisschen einfacher macht. Es war aber trotzdem wieder ein cooles neues Abzeichen, was ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte zu nutzen. Aber Fallschirmmütze. Fallschirmmütze, beste. Fallschirmmütze, cool. Fallschirmmütze, sehr schön. Ich will Fallschirmmütze nicht austauschen. Kampfparty Wölkchen Arena. Das ist so wie beim letzten Mal, glaube ich. Besiege Gegner in einer bestimmten Zeit, ganz genau. Ich weiß nicht, wie das Level ist, deswegen weiß ich nicht, was mir am liebsten ist. Aber eigentlich zum Kämpfen, Feuerblume safe. Okay, wir rushen direkt komplett durch für die... Ich glaube, wir haben uns richtig schlecht angestellt hier im ersten Raum. Ich versuche jetzt umso schneller zum Ziel zu rennen. Ich glaube, das geht auf jeden Fall besser. Kommen wir direkt zum nächsten Raum. Das war heftig zum Schluss. Heftig von mir. Das ist stupid. Das ist stupid, dass die Zeit weiterläuft. Okay, also hier hoffe ich, dass wir es zeitlich gut hingekriegt haben. Waren das alle drei Räume? 70 Sekunden? Ja, ich versuche mich mal dran. Ich kann euch aber nicht versprechen, ob das was wird. Das geisteskrank heftig. 6,5 Stunden später. Ja, was soll ich sagen? Das Level ist kompletter Garbage. Und ich komme da nicht weiter. Wir machen lieber das perfekte Timing. Und zwar, ja, das perfekte Timing. Ey, das ist so heavy. Ich bin mit 75 oder so war ich im Ziel. Es regt mich unfassbar auf. Und da habe ich neu gestartet. Es nochmal probiert. Was ist denn das heute? Ich bin am Ziel. Ich check gar nichts. Ja, wir spielen's nochmal. Digga, was? Wer hat dir ins Hirn gekotet? Ey, meine Fresse! Nein! Was wollt ihr von mir hören? Ich sitze seit 38 Minuten in der Aufnahme nur für dieses eine Level. Ich habe keinen Bock mehr. Checkt dieses Video aus, wenn ihr was Geisteskrankes sehen wollt. Lasst ein Abo da, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Ciao, ciao, Leute.